Willkommen zum letzten Vortrag im Bereich BIM. BIM, alles ganz neu, hochkomplex. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kriegen wir diese komplexen Daten in den Internetbrowser? Und da haben sich Stefan Holler und Martin Dresen Gedanken gemacht und gesagt, okay, OpenLayers gibt es ja schon. Entschuldigung bitte. Die gibt es ja schon und Cesium gibt es ja zur 3D-Darstellung im Browser auch schon. Kann man das nicht vielleicht nehmen, um BIM-Daten darzustellen? Ja, also nochmal herzlich willkommen allen Teilnehmern. Vielleicht kurz noch zur Einleitung. Wir zwei Hübschen, wie wir hier stehen, kommen aus dem Bereich GIS, könnte man sagen, hat ja mit BIM nichts zu tun. Aber hier klang das ja vorhin schon an, die Rohrleitung hört eben nicht vorm Gebäude auf und wir sitzen als GIS-Supporter und Programmierer auf riesigen Datenbeständen von Infrastruktur. Das sind Kanalnetze, Straßen und so weiter und so fort. Und die Frage, die uns gestellt wird, wie kriegen wir denn jetzt bitte die BIM-Daten und die GIS-Daten zusammen, wie kann man das darstellen und was kann man da machen? Ich gehe noch mal ganz kurz auf einige Normierungen ein, die es da gibt. Zum Teil ist das schon angesprochen worden, eines war noch nicht dabei. Das heißt, BIM ist eigentlich keine Software, sondern ein Verfahren, wie zukünftig gebaut werden soll, wie Dinge verwaltet werden sollen im Bereich Infrastruktur und wird definitiv nicht an der Gebäudekante aufhören. Dazu gibt es einen Workflow, es gibt ein standardisiertes Austauschformat. Und es gibt etwas, was noch nicht so richtig angesprochen worden ist, nämlich dieses BFC, nämlich ein Verfahren, wie festgestellt werden kann, ob Bauteile miteinander kollidieren und bestimmte Fehler, die im Modell sind, sichtbar zu machen. Und dann gibt es natürlich reichlich Open-Source-Tools mittlerweile, wo man Daten sichtbar machen kann, wo man Datentöpfe zusammenführen kann. Nur ganz kurz, warum man überhaupt dazu gekommen ist zum Thema BIM. Das hat etwas damit zu tun, dass man am Ende Kosten sparen will und dass man schneller zu Informationen kommen will und die Informationen auch durchgängig während des gesamten Projektes halten möchte und sich damit am Ende die Qualität der Projekte verbessert und das ganze Verfahren des Bauens auch optimiert werden kann. Insofern ist es aus meiner Sicht tatsächlich ein völlig anderer Ansatz als bisher. Hier mal ganz kurz dargestellt, wie denn eigentlich die Dinge so vor sich gehen, vom Entwurf bis zur Planung und am Ende bis zum Facility Management. Und alle diese Dinge wird man zukünftig in einem BIM-Prozess abbilden. Und dazu ist es notwendig, dass man sich auf bestimmte Prozesse, bestimmte Modellierungen einigt und dann praktisch im Rahmen dieses Prozesses die Daten gemeinsam hält, gemeinsam austauschen kann. Nun gibt es wie immer im Leben auch Dinge, wenn es um Datenaustausch geht, wo man an Grenzen stößt. Es gibt also sozusagen auch Anwendungen, die nicht offen sind, die die Standards in der Form nicht unterstützen, wo ich dann zwar BIM machen kann, aber am Ende, da unten steht so eine Art Closed BIM habe. Das sind vor allen Dingen proprietäre Systeme. Im Gegensatz dazu, nur diese Systeme werden uns am Ende weiterhelfen, gibt es eben auch die Open BIM-Systeme und Normierungen und Regeln und die werden uns einen Datenaustausch ermöglichen, ähnlich wie es der Fall ist, wenn ich Dokumente, Word, Excel, was auch immer, in einem PDF speichere. Ein PDF kann eigentlich jeder lesen. Damit das Ganze funktioniert, und es ist ja hier schon des Öfteren angesprochen worden, muss es also ganz klare Strukturen geben, angefangen vom Projekt, Grundstück, Gebäude, die Geschosse und dann die einzelnen Elemente, die in den Geschossen sind. Und über diese Strukturen und die dazugehörigen Definitionen
kann dann ein einheitlicher Datenaustausch organisiert werden. Dieser IFC-Standard, der ist ja hier auch schon des Öfteren angesprochen worden. Hier nochmal ganz kurz, wann er entstanden ist und wie. Und er wird, das ist ja auch schon genannt, durch Building Smart im Prinzip mit weiterentwickelt. Gibt es auch noch einige andere, aber zumindest hat sich da schon mal ein Verein gebildet, der sich darum kümmert. Im Prinzip geht es um einen verlustfreien Datenaustausch. Und wenn ich höre verlustfreier Datenaustausch, dann weiß eigentlich jeder, verlustfrei geht es in den seltensten Fällen. Insofern hat man sich bei IFC auf einige Dinge geeinigt und diese Dinge, auf die man sich geeinigt hat, kann man auch problemlos austauschen. Teile von Sachdaten bleiben am Ende doch in der proprietären Software stecken. Hier nochmal ganz kurz, was ist in dem IFC-Format drin? Also neben der Geometrie, Attribute, Klassifizierung, auch Beziehungen. In GIS-Datenbanken ist im Übrigen dasselbe drin. Wir haben geometrische Objekte, wir haben Attribute, wir haben Objekte, die in Beziehung stehen, zum Beispiel ein Schacht wird immer mit einer Haltung verbunden sein. Und am Ende haben wir ein ähnliches Modell, nur wir haben es nicht sauber klassifiziert. Und da wird es dann hingehen. Und dann gibt es natürlich, damit das Ganze funktioniert, Austauschformate unterschiedlichster Art. Die haben wir hier nochmal aufgeführt. Es klang ja vorhin schon mal an, dieses Dateiformat, hier mal als typische Wand mit den einzelnen Definitionen dazu, die ich brauche, um diesen Austausch zu organisieren. Und so hat jedes Element, Fenster, Tür, TGA-Ausrüstung, jedes Element hat typische Eigenschaften, die definiert sind, über die dann der Austausch vorgenommen werden kann. Hier nur noch mal kurz dargestellt, zum Beispiel der Wand, an Beispiel der Wand, was da so an Eigenschaften sein kann. Das sind nur mal ein paar wenige. Aber das Ganze ist definiert und über diesen definierten Austausch funktioniert das am Ende. Und die Wand ist nicht allein in der Welt. Es gibt dann natürlich noch weitere Elemente, die mit der Wand in Beziehung stehen, neben Türen, Fenstern, Fußböden und so weiter und so fort. Ich habe also am Ende, wenn man so will, eine Sammlung von standardisierten Elementen und die miteinander in Beziehung stehen. Haben wir in unserer normalen GIS-Welt auch, ist uns nichts Neues. Wir werden uns nur am Ende einer Normierung unterwerfen müssen. Nun gibt es für diese Elemente, die ich dort brauche, schon Datenbanken, wo ich mir bestimmte Dinge raussuchen kann. Hier mal ein Beispiel für eine Adresse, wo es schon 3D-Objekte gibt, wo es BIM-Objekte gibt, die ich mir dort raussuchen kann. Die Datenbank wird gefüttert von Herstellern und wir sind überzeugt, da wird es noch weitere Dinge geben. Jeder Hersteller, der zukünftig an einem Baum mitspielen will, wird BIM-Objekte liefern müssen. Ja, hier nur nochmal auch von dieser Website, da sieht man schon so mal Hersteller, die da drin sind. Und ja, also wir gehen davon aus, dass wirklich jeder Hersteller in irgendeiner Form seine Bauteile, die er jetzt vielleicht als plumpe DWG-Zeichnung hat oder als Blöcke oder wie auch immer, zukünftig in 3D-Datenbanken einpflegen wird. Zu dem Thema Kollisionsprüfung. Diese Kollisionsprüfung ist eine der aus meiner Sicht der herausragenden Möglichkeiten, die sich jetzt bieten. Wenn ich dann auf einer gemeinsamen Plattform wie bimserver.org oder anderen Plattformen meine Daten sichtbar gemacht habe, auch für andere, und mal prüfe, passt das denn zusammen,
Dann kann ich also feststellen, wenn ich eine Wand habe, wo ein Fenster rein soll, wäre es äußerst sinnvoll, wenn da auch der entsprechende Durchbruch drin wäre und das vielleicht auch in der passenden Größe. Oder eine Rohrleitung, die durch eine Wand geht, zu prüfen, ist es eventuell eine Brandschutzwand und brauche ich dann eine andere Art der Durchführung. Diese Kollisionsprüfung wird erst möglich dadurch, dass man mit standardisierten Bauteilen arbeitet. So, nun stellt sich die große Frage, nachdem ich hier gesagt habe, das muss alles standardisiert werden und unsere GIS-Daten, die haben wir ja üblicherweise, so jeder seine Datenbankformate, jeder seine Ideen, welche Sachdaten sind denn da dran? Was können wir denn jetzt überhaupt tun im Open-Source-Bereich, um in dem BIM-Konzert mitzuspielen? Und ich denke, das ist eine ganze Menge. Das geht also damit los, dass ich am Ende 3D-Modelle erzeugen kann, auch aus meinen GIS-Daten und kombinieren kann mit BIM-Daten und diese dann in einer 3D-Ansicht, in einem 3D-Modell darstellen kann, sodass zum Beispiel Stadtverordnete oder Entscheider, die sich ein 3D-Modell angucken, wo ich zeigen kann, wie wird sich dieses Bauwerk, wie wird sich die Grünanlage in die Stadt integrieren, eine ganz andere Entscheidungsmöglichkeit bildet, als wenn ich dann einen flachen DWG-Plan an die Wand schmeiße. Das heißt, wir werden mit der Virtualisierung von den GIS und auch Baudaten zukünftig etwas tun können. Und ganz großer Punkt, wo wir immer wieder angesprochen werden, wie kriegen wir denn jetzt die CAD-Daten oder auch die CAD-BIM-Daten mit den GIS-Daten zusammen? Aktuell gibt es da hier und da schon Ansätze und da werden wir im Anschluss hier auch nochmal was vorstellen. Dann geht es um die Dokumentation des Bestandes. Nicht nur des Bestandes nach Abschluss der Baumaßnahme, sondern auch weitergehend zur Übergabe an das Facility Management. Und dort kann man mit Sicherheit sehr viel tun mit den Open-Source-Komponenten, die uns heute schon zur Verfügung stehen. Und die Frage wird sich letztendlich stellen, wird BIM auch im Bereich der Kommunen, der Ver- und Entsorge ankommen? Aktuell ist es ja so, dass Bauvorhaben des Bundes davon betroffen sind. Ich gehe aber davon aus, dass man es runterbrechen wird bis auf die Kommunen. Nicht heute, nicht morgen, aber zukünftig werden sich auch Städte mit BIM beschäftigen müssen, weil es am Ende irgendwo darum geht, Daten sinnvoll auszutauschen und eine Standardisierung zu erzeugen, um den, wenn was mal ein bisschen Wildwuchs, jeder hat so seine Datenmodelle im GIS, etwas aufzubrechen und die Daten der Allgemeinheit verfügbar zu machen. Genau, ich habe hier mein Mikro. Was wir dann sozusagen gemacht haben, ist, dass wir so ein bisschen versucht haben, eben diese 3D-Modelle mal ins Web zu kriegen, beziehungsweise eben mit den Karten auch im Web zu verbinden. Was wir da gemacht haben, ist, dass wir erstmal Open Layers benutzt haben, freie JavaScript-Bibliothek, womit wir eben Webkarten erstellen können. Das ist sozusagen das, wo wir auch mehr unterwegs sind eigentlich. Wir können in Open Layers auch verschiedene Geodienste einbinden. Das heißt, wenn irgendwie Daten verfügbar sind, die wir mit anzeigen möchten, ist das eben kein Problem. Dann, weiterer wichtigerer Punkt ist eben dann Cesium. Das ist eben auch eine Bibliothek, womit wir eben 3D oder in Globus quasi ins Web bringen können, was dann mit WebGL funktioniert, wo wir eben 3D-Modelle auf dem Globus dann anzeigen können, wo auch dann Hintergrundkarten, also auch verschiedene Dienste dann mit angezeigt werden können. Das beides zu verknüpfen war dann sowas, was wir ein bisschen versucht hatten, dass wir so eine 2D- und eine 3D-Ansicht nebeneinander haben, wo wir dann eben unser 3D-Modell auf unserem Globus haben und dann eben weitere Informationen auf einer 2D-Karte daneben. Da gab es dann so ein kleines, Programm ist es nicht, gibt es dann OL Cesium, was sozusagen Cesium mit Open Layers im Endeffekt verknüpft. Das heißt, ich habe eben meine 2D-Karte Open Layers und meinen 3D-Globus und ich möchte die natürlich irgendwie verknüpft haben. Das heißt, wenn ich mich irgendwo in einer 2D-Karte an eine bestimmte Stelle bewege, soll der Globus quasi sich dem anpassen und sich eben mitbewegen.
Das heißt, der Kartenrahmen und die, das heißt Bounding Box, also die Umrandung und die Zoomstufe werden eben synchronisiert, genauso wie eben Daten, die ich in die 2D-Karte reinlade. Also was man da im Endeffekt macht, ist, dass man wirklich eine 2D-Karte programmiert, wo man eben die Daten reinlädt, die dann eben mit der 3D-Karte synchronisiert wird. 3D-Modell ist dann nochmal so ein bisschen ein Sonderfall. Da gucken wir uns jetzt am besten das Beispiel an, von dem ich gesprochen habe. Das ist einfach ein Viewer, den wir programmiert haben, wo wir auf der linken Seite eine Open-Layers-Karte haben, auf der rechten Seite dann diese Cesium-Karte bzw. den Cesium-Globus, wo wir dann auch 3D-Modelle eingebunden haben. Dann hoffen wir mal, dass das schnell genug lädt. Das ist nämlich schon so. Das sehen wir jetzt hier vorne nicht. Genau, das ist sozusagen unser Viewer, den wir mal programmiert hatten, wo wir jetzt auch schon verschiedene Modelle reingeladen haben. Ich werde mal ein bisschen weiter in die Innenstadt reinzoomen. Wir haben, wie wir sehen, sozusagen einmal diese 2D-Karte und was man jetzt noch nicht direkt sieht, ist eben auf der rechten Seite die 3D-Karte. Wird man sehen, wenn ich sozusagen jetzt anfange, hier diese Ansicht erstmal zu neigen, dann sieht man, dass da schon mal ein bisschen 3D sichtbar wird. Beziehungsweise so viel 3D ist noch nicht, weil wir jetzt einfach nur unsere Satellitenbilder quasi auf den Globus draufgelegt haben. Wenn wir jetzt 3D-Modelle einbinden möchten, wir haben jetzt verschiedene Modelle, einmal die Frauenkirche, beziehungsweise hier diese Sehenswürdigkeiten. Da sehen wir schon, dass wir hier jetzt eben die 3D-Modelle eingebunden haben. Problem bei Cesium ist, dass wir da jetzt nicht direkt IFC-Daten reinladen können, sondern es sind jetzt sozusagen umgewandelte Modelle in das GLTF-Format. Das ist eben das Format, was Cesium in dem Fall braucht. Ich zeige aber gleich noch ein anderes Beispiel, wo sozusagen auch IFC-Daten mit reingeladen werden. Aber man sieht, es ist eben so möglich, jetzt unser 3D-Modell quasi mit den 2D-Daten auch so zu verknüpfen. Auch auf dem Globus ist ja sozusagen ein 2D-Daten mit drin. Und genau. Ja, was ein anderes Beispiel noch ist, was vielleicht auch sozusagen die 2D-3D-Verknüpfung besser zeigt, sind eben sozusagen KML-Dateien. KML-Dateien können eben auch 3D-Daten enthalten. Wir haben jetzt hier einfach Gebäude drin, die eine bestimmte Höhe haben, OSM-Gebäude. Die werden eben in der 3D-Karte jetzt wirklich dreidimensional dargestellt, also sie kriegen eben ihre Höhe zugewiesen. Und in der 2D-Karte werden sie auch dementsprechend angestellt. Und dann kann ich so sozusagen auf meiner 2D-Karte, wenn man es vielleicht nicht so nebeneinander machen möchte, sondern eben 3D-Globus vielleicht unten eine kleine Karte einbinden, die Informationen eben dementsprechend verknüpfen. Genau, ein weiteres Beispiel, was wir hier noch haben, oder was jetzt nicht von uns ist, ist eben dieses Margo 3D. Das werde ich auch einmal öffnen. Das ist sozusagen auch mit Cesium im Hintergrund. Das ist aber so ein bisschen erweitert worden, dass man eben verschiedene Daten auch da anzeigen kann, unter anderem auch eben IFC-Daten. Hier ist es so, dass, oder der Unterschied ist hier aber, glaube ich, dass die Daten von Cesium eben im Browser gerendert werden. Das heißt, es dauert ja dementsprechend auch, wenn es größere Datensätze sind, wo man da auch schnell dann an die Grenze kommt, dass dann eben was geladen wird. Hier sieht man jetzt, dass hier das auch alles ein bisschen länger dauert, bis es geladen wird. Aber es werden eben sehr, sehr viele verschiedene und große Modelle auch geladen, auch sehr detaillierte Modelle, wie man sieht, wenn man ein bisschen weiter reingeht. Dann muss ich mal gucken, dass ich mit dem Touchpad muss ich erstmal gucken, wie die Steuerung da genau funktioniert. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie man neigt mit dem Mausrad. Ja, funktioniert hier nicht so ganz.
Genau, man sieht aber auch schon, dass es relativ langsam wird, je nachdem, wie viel eben Informationen geladen werden. Aber es ist eben möglich, jetzt hier in diesem Viewer beispielsweise diese IFC-Daten auch anzuzeigen. Der Unterschied aber zu Cesium ist, was sozusagen hier passiert, ist, dass es auch, glaube ich, sozusagen im Backend, das heißt auf dem Server gerendert wird und dann sozusagen geschickt wird. Und ist es auch sozusagen in Kacheln aufgeteilt. Also wenn ich jetzt ein Modell reinlade, sollte ich das natürlich vorprozessieren, dass ich das in verschiedene kleine Bereiche einteilen kann, dass es eben dementsprechend etwas schneller lädt und nicht der gesamte große Datensatz geladen wird und es eben dann etwas schneller funktioniert. Genau. Das müsste es eigentlich auch schon gewesen sein. Mehr habe ich jetzt so erstmal nicht. Ich kann, wie gesagt, noch ein bisschen mehr zeigen in den Viewer vielleicht, wenn da noch Interesse ist. Aber das machen wir dann vielleicht bei den Fragen, wenn es passen würde. Genau. Ja, vielen Dank, Steffen Hollach. Und es war nicht der Martin Dresen wie im Programmheft, sondern Ralf Sujatra. Entschuldigung. Ja, gibt es Fragen? Die beiden kommen ja nur aus der GIS-Welt, ne? Ist ja nun ein ganz anderer Ansatz erstmal. Gibt es dazu Fragen? Die Frauenkirche, die wir gesehen haben, schönes Modell. Wie haben Sie die denn erzeugt? Also was sind da die Ursprungsdaten? Die sind, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Website hieß, da konnte man sozusagen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es KML-Dateien waren. Nee, es waren schon von Anfang an GLTF-Dateien, also das Format, was sozusagen Cesium braucht. Und wir hatten jetzt bei der Frauenkirche, die war ja schön eingefärbt, das war sozusagen nicht das Originalmodell. Da haben wir einfach noch die Farbe ein bisschen angepasst, dass wir da erstmal kopfüber ein bisschen orientieren. Die hat man sozusagen einfach rosa eingefärbt, dass man das, oder weil wir da sozusagen einfach ein bisschen rumprobiert hatten, dass man die noch anpassen kann. Aber es war grundsätzlich erstmal ein GLTF-Modell, was wir da reingeladen haben. Cesium hat auf der Website auch selbst einen Konverter, wo man Collada-Dateien umwandeln kann in dieses GLTF-Format. Aber vom IFC in GLTF ist immer ein bisschen umständlicher. Das war über, hatten wir es auch mal versucht, über so eine zweifache Konvertierung, erst in Collada, dann in GLTF dementsprechend, damit wir es in Cesium anzeigen können. Hat noch jemand eine Frage? Dann hätte ich noch eine Frage. Ihr habt ja selber gesagt, wenn man da weiter reinzoomt, dann wird das immer langsamer. Heißt das denn, dass irgendwann die Usability darunter leidet, also für den Anwender vielleicht nicht so freundlich ist, oder ist das noch ausbaufähig? Ziel muss es am Ende sein, genauso wie wir jetzt im GIS-Umfeld Karten vorrendern, auch 3D-Karten vorzurendern. Anders wird es nicht gehen. Aktuell sind wir in der Lage, aus einem 2D-Modell in einen begrenzten 3D-Bereich zu springen. Und am Ende wird es so sein, dass man tatsächlich 3D-Kacheln vorhalten muss. Also die Aufgabe ist deutlich umfangreicher als das bisherige Vorkacheln, was wir so aus dem GIS-Bereich kennen. Ja. Hat noch jemand eine Frage? Dann möchte ich das abschließen mit genau der gleichen Frage, die ich ja beiden anderen vorherigen Referenten auch gestellt habe. Ihr kommt von der GIS-Seite. Wie seht ihr das? Ist BIM eine Revolution? Ja, weil ich bin eigentlich verantwortlich für Trink- und Abwassernetze. Und wenn ich mir die Datenmodelle da angucke und die IFC daneben lege, dann weiß ich, dass ich de facto das irgendwie übersetzen muss oder besser bei Null anfange. Das heißt, die ganze Abkehr ist, im GIS-Umfeld verteilen wir Striche und kullern.
Und dann sagen wir, du Strich bist blau, bist eine Rohrleitung und du Strich bist rot, du bist irgendwas anderes. Und du Kuller bist ein Schacht und eine andere Kuller ist was anderes. Jetzt haben wir Bauteile, das heißt, wenn ich dort etwas einbaue, dann ist es ein T-Stück. Und wenn es aus Steinzeug ist, dann muss das gefälligst auch so aussehen, wie es in dem Katalog drin ist. Ich kann also nicht mehr irgendwelche bunte Kreise und Kullern verteilen. Ich muss mit einem völlig neuen Datenmodell anfangen. Und das bedeutet auch, dass bestimmte Normierungen, wie zum Beispiel EasyBau für die Dokumentation von Abwassernetzen, entweder von Grund auf geändert werden müssen oder verschwinden werden. Ja? Also ich bin davon überzeugt, alles, was sich nicht diesem Standard unterwirft, wird untergehen. Vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Themenblock zu Building Information Modeling. Wir haben erstmal gelernt, was es überhaupt ist und wir haben jetzt zwei Lösungsansätze gesehen, wie man diese Daten verwalten bzw. visualisieren kann. Und ich möchte mich jetzt nochmal bei allen vier Referenten dafür bedanken.